Klaas? Klaatoi. Rockstar. Ingo! Und noch mal ein bisschen knuddeln, bitte. Chech Pivna. Sobiskum. So. Und während Frau Pepa jetzt mal kurz schiffen geht, kann Herr Pepa mal Outfit ändern. Und zwar, ach komm, er zieht jetzt mal seine schicken Sachen an. Ich rede hier über das neue Rosenscholz-Album, was meine Frau zu Weihnachten bekommt. Katja wird angerufen von Gabi Glockner, möchte vorbeikommen und abhängen. Ja, wahrscheinlich hat ihr Vater Dienst am Heiligabend, aber nee, sorry. Können wir uns hier auch mal mit unserer Tochter mal noch gerade Gesellschaft genießen? Mach du nur weiter, Schatz, ich bleibe mal hier. Mal sie umarmen, mehr Auswahl, freundlich, Bewunderung ausdrücken, kennenlernen, umarmen. Und Frau Pepa, pass mal auf. Sie können jetzt auch mal noch kurz Outfits wechseln, Outfit ändern. Ja, das ist ein bisschen zu extravagant. Ich glaube, dann nehmen wir auch die Winterklamotten, oder? Hier, das da. Und jetzt... Pass mal auf. Und was wir auch nochmal machen... Im Baumodus müssen wir das natürlich machen. Unseren Monty, den holen wir jetzt auch mal dazu. Der muss auch Weihnachten mitfeiern. Kann der nicht hier so hin? Hier stehen? Geht das? So. Und jetzt... Passt mal auf, als erstes Lichter bewundern, mit allen zusammen, Baum beleuchten mit Konrad und Katja. Und bitte mal, nächstes Lied. Kommt ran, Jungs, hier. Hey, Boy, Fliva. Nee, nicht plaudern. Und jetzt geht das nochmal? Baum beleuchten mit, vielleicht? Upa! Ach ja, wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre. Jetzt möchte ich aber bitte schön mein Geschenk haben, wenn's recht ist. So, und jetzt? Ja, jetzt kommt Folgendes. Bitteschön. Nein, nein! Wir sind hier gerade in Weihnachtsstimmung. Ich versuche hier gerade das beste Weihnachtsfest der ganzen Welt hinzukriegen. Und wer ruft an? Temu, Roro, Bahito und fragt, ob wir abhängen können. Nein, verstehe es endlich. So, Geschenke öffnen mit Konrad und Heike. Fröhliche Weihnachten, Familie Pepa. Wow, Quacksal. Ja, was mag das denn sein? Yes. Oh! Heike hat Folgendes erhalten, ein Handtuchring Monis Muscheln. Sie wird das Geschenk in Ehren halten. Die Geschenke findest du im Inventar deines Sims oder im Haushaltsinventar. Was ist denn das? Ein Plattenspieler? Krawatten? Yes.
Oh, Konrad hat Folgendes erhalten, einen Mini-Globus. Er wird das Geschenk in Ehren halten. Die Geschenke findest du im Inventar deines Sims oder im Haushaltsinventar. Wow. Oh, Nova? Ja, was ist denn das wohl? Finde ich scheiße. Katja hat Folgendes erhalten. Einmal Früchte für Einsteiger. Sie wird das Geschenk in Ehren halten. Ja. Yeah! Woo! Ach, komm, wir tun einfach alles ins Treppenhaus. Mal sehen, ob die Luft rein ist. Zusammen singen. Komm, nochmal singen, bitte. Oh, ist das ein schönes Weihnachtsfest. Warte mal. So. Und natürlich, ich glaube, das Kind ist eher von unmusikalischer Natur, denn sobald, oder die Paper singen einfach scheiße. Kann halt auch sein. Aber, ja. Jedenfalls keckert sich das Baby immer ein. So, jetzt müssen wir aber ganz kurz mal ein bisschen zum Alltag wieder zurückkehren, bevor nämlich noch die letzte Tradition hoffentlich in Erfüllung geht. Um 20 Uhr! Ach, ich dachte um 0 Uhr. Um 20 Uhr, oh weh. Müssen wir dann doch vielleicht mal schlafen, so ein bisschen kurz. So, und dann, ja. Oh, Nieb! So, Monty, du bleibst hier, ne? Sehr glücklich. Guck mal, wie glücklich die alle sind, die Peepers, Leute. Was haben wir denn hier alles? Ach, ja, Gott. Wer hätte denn am meisten Energie von euch? Herr Peeper oder Katja, ist eigentlich egal. Ach komm, Katja, lass deine Eltern mal schlafen. Ich hab's genau gewusst, wir hätten ihn eigentlich nochmal füttern sollen. Naja. Aber wir haben festliches Gefühl, weil Weihnachtsbaum beleuchtet und schöne Umgebung und Geschenke, perfektes Geschenk. Ist das nicht herrlich? So, dann können wir auch hier mal wieder anmachen. Winterzauber. Und dann vielleicht noch ein bisschen tanzen. Ach, wie schön das doch ist. Ach ja. Und ich frage mich ja, wie das gleich funktionieren soll, dass hier gleich der Weihnachtsmann ankantappert kommt. Oder, Entschuldigung, Väterchen Frost. Wir wollen hier ja keine Markenrechte, hätte ich fast gesagt, verletzen. Sollen sich ja alle angesprochen fühlen vom Sims Let's Play, ne? Und da wollen wir hier ohne jedwede religiöse und so, ne? Denn das wollen wir hier nicht haben. Wir wollen hier keine Kreuzzugsverbrecher in diesem Let's Play erwähnt haben, ne? 10 vor 8. Na, dann steht mal auf. Level 4, der Tanzfähigkeit. Wunderbar. Und jetzt? Und jetzt? Können wir das wegräumen? Lichter bewundern.
Es passiert ja gar nichts. Taucht in der Nähe von Kamin auf. Hier ist ein Kamin. Hier ist ein... Da ist ein Kamin. Oder... Was wär's? Oh. Ich dachte, das wäre der Weihnachtsmann, aber es ist... Diorama? Ja, also ich habe jetzt hier die Rolle als Weihnachtsmann übernommen, falls ihr euch das gefragt habt, wer der Weihnachtsmann ist. Ich bin es, Diorama. Ja. Aber nee, ich glaube, da kommt er einfach anspaziert. Ja, ja, klar. Kennt man ja jeder, die berühmte Legende vom Väterchen Frost, Clemens Frost, der, ja, die alte Legende vom Weihnachtsmann, der einfach... den Gehweg entlang spaziert kommt. Der Weihnachtsmann ist da. Oh. Mist, das musste ja passieren. Nein, nein, wir wollen nicht reisen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, aber muss nicht sein. Reise abbrechen. Kommt der? Huch, ach, der ist schon drin. Wie ist er denn hier reingekommen? Und was macht der da? Hahaha, ja, ja, fröhliche Weihnachten. Frau Piper. Ich hab von ihren Abenteuern gehört. Freundlich vorstellen. Hören Sie mal, sind Sie, ja, setzen Sie sich, so macht man das bei uns hier im Hause. Sie sind doch dieser Weihnachtsmann, ne? Ja, ja, das stimmt wohl. Ich hasse es. Hören Sie mal, ich hasse, dass Sie hier in der Wohnung sind. Hier sind viel zu viele Leute. Bitte verschwinden Sie. Tag verschönern. Übers Kochen reden, das gefällt ihm doch bestimmt auch, dem Weihnachtsmann. Nach Tag fragen. Und dann vielleicht mal noch, mehr auswahlfreundlich, mehr Auswahl, Winterfeststimmung teilen und dann mal nach Geschenk fragen. Auf Wiedersehen! Mehr Auswahl, nach Geschenk fragen. Sag mal, mögen Sie auch Törtchen? Ich bin hier nämlich der Meisterkoch, müssen Sie wissen. Ja, ich esse eigentlich alles. Also, vorausgesetzt, es ist lecker und mit viel Zucker oder einem Glas Rotwein. Aber wissen Sie, das darf man von den Kindern nicht zugeben, ne? Oh, kriegt der Piper jetzt ein Geschenk? Hier, bitteschön. Es ist ein unsichtbares. Ach nee, doch nicht. Dankeschön. Väterchen Frost hat Konrad ein Geschenk gegeben. Ein Geschenk erhalten, ein Feueropal. Die Geschenke findest du im Inventar deines Sims. So, dann kann Herr Piper ja eigentlich, vielleicht dann sich jetzt doch mal zurückziehen. Soll er wieder schlafen? Ach komm, der kann sich wieder mal in die Koje hauen. Da ist er wenigstens. So, Katja. Freundlich vorstellen. Dag, Dag.
Und Heike kann dann vielleicht hier doch dann mal noch ein bisschen schaukeln und reden und liebkosen. Na, dann komm mal auf den Schoß vom Weihnachtsmann. Na, hast du denn auch schönartig in der Schule? Ja, sorry, aber Weihnachtsmann, können Sie sich vielleicht mal um den Tibiroro kümmern? Der, ich meine, der war mal so Musik in meinen Ohren, aber jetzt finde ich ihn eigentlich ziemlich kacke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nach Tag fragen. Komm, ein bisschen schmeicheln wäre eigentlich auch nicht schlecht. Willst du über Pinguine machen? Freundlich. Ein bisschen schmeicheln. Dann ein bisschen vielleicht noch mehr Auswahl. Kennenlernen. Und dann mal nach Geschenk fragen. Also, bekomme ich hier vielleicht das neue iPhone oder so? Ich meine, ich habe so ein Geschenk gesehen in ihrer Tasche, was sie so... Ja, das denken viele. Also, Sie als Weihnachtsmann, ne? Sie müssten doch, hier diese ganzen Briefe... Sind Sie... Antworten Sie alle selbst? Ich meine, und das Geschenkpapier, das ist so schön eingepackt immer, ne? Jetzt halt mal die Schnauze, ich will dir ein Geschenk geben. Hier ist eine wichtige Message mit verbunden. Ja, ja. Danke schön. Was war das? Katja hat ein schreckliches Geschenk von Väterchen Frost bekommen. Anscheinend ist sie nicht artig gewesen. Katja sollte netter zu anderen Sims sein. Katja hat folgendes erhalten, einmal Zukunftswürfel von Dunkle Prognose e.V. Die Geschenke findest du in dem Inventar deines Sims. Oh je. Oh je, Mine. Naja, gut, dann mal verwenden und duschen. So, Frau Pieper, vielleicht haben Sie mehr Glück. Mehr Auswahl, mein freundlich vorstellen. Nein, nicht gehen! Nicht gehen! Weihnachtsmann! Bleiben Sie da! Na gut, dann bleib ich halt. Da kommt ja noch eine, die ich fett verarschen kann. Hey, Weihnachtsmann! Ja? Gut, okay, dann... Hüftstoß. Und dann ein bisschen, vielleicht klappt das ja, mehr Auswahl, lustig. Dröhnendes Lachen. Mehr Auswahl. Lustig. Einen schmutzigen Witz. Und dann, keine Ahnung, noch, Kompliment über Aussehen machen, ist immer gut. Und dann, nach Geschenk fragen. Also, Weihnachtsmann, ne? Kommen Sie mal heran hier, alter Vater. Sie sind ja richtig cool drauf. Muss man ja mal so sagen. Na, engagieren Sie mich als Weihnachtsfrau? Also, ne, so mit grünen Fingern. So nicht. Also, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Finde ich geil, ne? Sie sehen übrigens richtig schick aus, Weihnachtsmann. Ja, danke schön. Habe ich nicht mit gerechnet. Väterchen Frost hat Heike ein Geschenk gegeben, ein Teekocher-Tee-Magie. Naja, dann passt das, ne? Tschüss. Dann können wir Monty vielleicht mal noch mit dem Fläschchen füttern und dann danach vielleicht präventiv die Windel wechseln, vielleicht bringt das ja was, und dann schlafen. So, haben wir das. Tschüssi! Puh,
So, das war das Weihnachtsfest. Oh, meine Güte. Und ich glaube, wir haben auch nichts anderes gemacht in dieser Aufnahme, ne? Oh ja, Katja, bitte mal dann auch schlafen. Und den Monty, den können wir dann auch wieder, damit er hier nicht so im Raum, Raume steht. Das war jetzt ganz schön, dass wir den hier abgestellt haben. Dann mal hier wieder in die elterliche Obhut. Warte, kannst gleich schlafen, Katja. Schmutzige Windel wechseln. Und dann schlafen. Das ist ein Durchlauf bei dem jungen Mann, man glaubt's gar nicht. Vorne rein, hinten raus, in Schnellzeit. So. Und das war Weihnachten, würde ich sagen. Warten wir mal noch, bis es abgeschlossen ist, also so bis 2 Uhr. Aber guck mal, wir haben bei jedem alles erfüllt. Das ist das fantastischste Weihnachten, was wir je erlebt haben und das einzige. So, Winterfest war erfolgreich. Der Feiertag Winterfest war fantastisch. Konrad hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was er geplant hat. Genauso wie Heike und Katja. Wunderbar. Klasse. Und ich würde sagen, ja, damit beenden wir die Aufnahme. Diese lange, lange, jetzt gab es, glaube ich, 3 Folgen oder 4 Folgen hintereinander, nur Weihnachtsstimmung. Aber, ja, ist doch auch schön. Also wie gesagt, wenn ihr zufällig dieses Let's Play am Weihnachtsfeste oder in der Weihnachtszeit schaut, dann, ja, gehen Sie mal aufs Klo, Herr Peper, dann, ja, wünsche ich euch an dieser Stelle einfach mal frohe Weihnachten. Schöne Grüße aus dem Mai, aus dem Corona-Mai 2019. Ich hoffe, wenn ihr das irgendwann in einer weihnachtlichen Zeit guckt, dass ihr dann mit all euren Lieben zusammen sein könnt und ganz unbeschwert Weihnachten zelebrieren könnt. Und dann, ja, frohe Weihnachten. Und allen anderen, die es nicht gucken, einen schönen Tag, der hoffentlich genauso schön ist, als wie wenn Weihnachten wäre. Ja, das wünsche ich euch und sag vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.